Hallo Chatto und willkommen meine lieben Freunde auf YouTube. Heute öffnen wir was Nices von Pokémon und zwar die zweite Milchtüte. Und zwar diesmal mit Professor Esche. Letztes Jahr gab es eine Milchtüte mit der lieben Mary drauf. Und dieses Jahr gibt es die Professor Esche. Und in dieser Box gibt es nicht nur eine holographische Forschung des Professors in Vollbild, sondern wie in der letzten Box drei zusätzliche Trainerkarten, 65 Kartenhüllen, eine stabile Deckbox, eine große Münze, zwei Spezialzuständmarker plus 6 Würfel, wie immer, und 7 Booster Packs. Ich bin schon sehr gespannt, was für Booster wir erhalten werden und was für Hits wir heute ziehen werden. Wie immer, meine lieben Freunde auf YouTube, ich hoffe, euch wird das Opening auch gefallen. Ihr bekommt es wie immer ungeschnitten zu sehen. Und dann würde ich mal sagen, Chetto, ich rede nicht weiter, sondern zerrippe sofort die Box. Wir sehen uns gleich wieder. So, Chetto, dann öffnen wir mal die Milchtüte. Hier haben wir die Münzen. Das ganze andere Zeug. Die Box ist leer. Penny Sleeves Link, wie immer auch schon parat. Hier haben wir die 6 Würfel, sehr, sehr nice. Das müssten die Promos sein. Hier sind wieder nice Hüllen, sehr, sehr cool. Hier dann die Marker und die Münze, sehr, sehr nice auch von Professor Esche. Hier die Deckbox, wir schauen uns als erst die Promos an. Ja, schauen wir uns als erstes die Promos an. So. Machen wir so. Einmal die Codekarte für euch, Chetto. Viel Spaß damit. Schauen wir uns als erstes die Holo Rares an. Ah, eine Holo Rare habe ich überspielt. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr coole Holo Rare. Dreimal. Und die letzte Karte ist Forschung des Professors. Professor Esche in Full Art. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr cool. Aber das, was mich ein bisschen traurig macht, ist, ihr seht, die Karten sind wieder sehr gewölbt. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie so wieder hinkriege, dass sie gerade werden. Geht mal alles hier ein bisschen zur Seite. Lege die alte Deckbox mal drauf. So, das ist die neue Deckbox. Nice. Wie die vom letzten Jahr wieder mit so einem nicen Clip. Sehr, sehr cool. So, wir haben Brilliant Star, strahlende Sterne, strahlende Sterne, strahlende Sterne, Drachenwandel zweimal und zweimal schaurige Herrschaft. Würde ich mal sagen, machen wir Schaurige Herrschaft, Drachenwandel und strahlende Sterne zum Schluss. Bitte, es ist echt warm geworden. Mann, Mann, Mann. So, dann öffnen wir die erste. Und schauen, was wir hier rausziehen. Ich muss das andersrum machen. Einmal der Code für euch. Viel Spaß damit. 2 und 4. Wir beginnen mit der Elektroenergie. Schneegipfelfahrt. Watti. Gala Brustpanzer. Scalabon. Voltilam. Iquior. Botogel. Sesokids. Reverse Holo. Hügel des Dünnerbaums und als Holo-Rare Gala Ognatoll. Schade. Ein Holo-Rare-Hit, aber leider schon einen, den wir hatten. Zweites Booster von Schaurige Herrscher. Schauen, was wir hier rausziehen. Einmal der Code für euch. Viel Spaß damit. 2 und 4. Wir beginnen das zweite Booster mit der Pflanzenenergie. Peony. Spiralenergie.
Hügel des Dünnerbaums sind normal. Labras. Frau Schling. Wuffels. Voltilam. Chimpep. Reverso Dakuma. Und Banette als Non-Holo. Schade. Schaurige Herrschaft hat uns leider nicht viel gegönnt. So, Chetto, wir sind jetzt bei Drachenwandel. Wir haben Felinara und Nachtara. Was sollen wir als erstes öffnen? Felinara, okay. Öffnen wir als erstes Felinara. Ich hoffe ja sehr, hier nochmal eine Alternative zu ziehen. Vielleicht ja das Nachtara. Das wäre mega cool. Einmal der Code für euch. Viel Spaß damit. 2 und 4. Wir haben ja das Felinara in V-Alternativ gezogen, aber sonst leider nichts aus diesem Set. Wir haben die Metallenergie. Wir haben Gesichtsschutz. Wir haben Kubuin. Drachel. Yoclef. Knapfel. Pikachu. Wommel. Evoli, das zu Rayquaza aufschaut. Reversolo Dressela und Brocolos als Non-Holo leider. Ich habe hier noch irgendwo auch, glaube ich, noch ein vollständiges Display stehen. Mal schauen, ob ich das irgendwann mal zerrippe. Oder ob wir aus Einzelbooster vielleicht die Hits, die wir sehen wollen, ziehen werden. Wie wir das letztens mit Pikachu in Rainbow gemacht haben von Farbenschock. Das haben wir auch aus einem einzigen Booster gezogen, was auch sehr, sehr nice war. Wir beginnen das zweite Drachenwandel-Booster mit der Psychoenergie. Glückseis. Naruto-Vibes. Lombrero. Flettiamo. Teriosa. Loturzel. Leufeo. Kindwurm. Yoclef. Reversolo Lombrero. Und Sen Long als Non-Holo. Leider haben bisher die Booster nichts gegönnt, außer die eine Holo. Was sehr, sehr schade ist. Ich hoffe, Strahlende Sterne bietet uns mehr Hits. So, Chetto, wir sind bei den letzten drei Booster. Wir haben einmal Shaymin, einmal Glurak und einmal Elfun. Ich würde mal sagen, wir machen Glurak zum Schluss auf. Gehen erstmal in Elfun und dann zu Shaymin. Ich hoffe sehr, dass uns die strahlende Sterne Booster was gönnen. Ich habe leider noch nicht wirklich viele Sachen aus strahlende Sterne gezogen. Habe auch nicht wirklich viel davon bisher mir geholt. Ich hoffe trotzdem, dass uns diese drei Booster was Schönes gönnen. Der Code einmal für euch. 4 Karten nach vorne. Und wir beginnen mit dem ersten Booster, mit der Stahlenergie. Topfhelm. Luxio. Stadionruine. Elektek. Bidiza. Pipi. Schleimer. Owei. Reversolo Click. Und Grillchita V. Nice, wir haben einen kleinen V-Hit gezogen. Sehr, sehr cool. Grillchita, wow. Sehr, sehr nice. Leider nicht was Großes, auch keine Character Rare bisher. Aber trotzdem, Grillchita, wie nicer Hit. Den nehme ich gerne mit. Shaymin. Was schenkst du uns? Ah, ich glaube, weiß bedeutet doch nicht wirklich was Gutes. Einmal trotzdem der Code für euch. Ich habe immer noch nicht die Farben kapiert jetzt mit den neuen Weiß oder Schwarz. Wir beginnen mit der Pflanzenenergie. Siberio. Sharon's Uphold. Fliprin. Golbit. Beomon. Shinux. Huckmill, Felilio, Reversal, Schleimer und Maxa in Non-Holo. Schade. Letztes Pack, strahlende Sterne, das Glurak. Let's Pack Magic. Bitte
Glurak, schenk uns ein Hit. Es muss kein großer Hit sein. Ich würde mich auch schon über eine Character Rare freuen. Aber Hauptsache ein Hit. Einmal der Code für euch. Viel Spaß damit. Wir nach vorne. Let's pack Magic. Wir haben die Wasserenergie. Knacksel. Klicklack. Berry. Jutetsu. Resladero. Bammelin. Laukaps. Godzilla. Nice. Zierfins Character Rare. Sehr, sehr cool. Wir haben noch eine Character Rare Hit gezogen. Aber leider ist das Centering nicht wirklich nice. Hier dicker, da dicker, sehr dünn und hier auch sehr, sehr dünn. Was ist die letzte Karte? Hier Finst in Holo Rare. Double Hit in letzten Booster. Wie immer, let's pack Magic. Wir haben Zierfinst in Holo Rare und Zierfinst als Character Rare gezogen. Sehr, sehr cooles Booster. Glurak hat uns doch noch was Schönes gegönnt. Ich räume jetzt kurz auf, dann schauen wir uns die Hits an und dann ziehen wir Bilanz von der Box. So, Chetto, da bin ich wieder. Also, wir haben aus der schönen Milchtüte von Professor Esche die drei Holo-Rare-Trainerkarten bekommen. Dann haben wir die Full Art von Forschung des Professors Professor Esche bekommen. Aus den doppelten Boostern Schaurige Herrschaft haben wir als Holo-Rare Gala Ognalto bekommen. Aus Drachenwandel haben wir leider keine Hits bekommen, aber aus den drei Boostern Strahlende Sterne haben wir einmal Grillcheater V bekommen und aus dem letzten Booster mit Glurak haben wir Doppelhit gezogen mit Zierfinst als Character Rare und Zierfinst als Holo Rare. Das war auch sehr, sehr nice, hat mich sehr, sehr gefreut, die im letzten Booster gezogen zu haben und auch noch so zu ziehen. Erst die Character Rare von Zierfinst und dann Zierfinst als Holo Rare. Sehr, sehr cool. Ja, Chetto. Ich hoffe, euch hat das Opening gefallen. Wie immer, schaut auch gerne dann auf meinen YouTube-Channel vorbei. Lasst auch gerne da ein bisschen Liebe. Und für all meine Freunde auf YouTube, ich hoffe, euch hat das ungeschnittene Video gefallen. Ist wieder mal was anderes mit meinem Avatar. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst gerne wie immer einen Kommentar, ein Like unter dem Video. Und falls ihr auch mal live dabei sein wollt, beim nächsten Opening, egal ob Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball oder auch wieder wie heute Pokémon, der erste Link führt euch zu meinem Twitch-Channel. Ich würde mich sehr freuen, euch mal demnächst begrüßen zu dürfen. Ich bin für heute raus. Passt auf euch auf bei dieser Hitze, trinkt viel Wasser und bis zum nächsten Opening, euer Geek Gamer 90. Ciao, ciao, bye bye, ciao, bye bye, bye bye, bye bye.